Habe den Mut, du kannst es wagen, Gottes Botschaft in die Welt zu tragen. So haben wir im Mottolied der diesjährigen Nacht des Heiligtums gesungen. Und ja, die NDH möchte immer wieder auch diese Ermutigung geben, dass wir tatsächlich Gottes Botschaft in die Welt tragen können. Was heißt das? Sicherlich nicht, dass wir uns mit der Bibel irgendwo in eine Straßenecke stellen und daraus vorlesen, sondern dass wir das ganz konkret durch unser Leben tun. Dass wir mit unserem Leben Zeugnis geben von Gottes Anwesenheit und Gottes Wort. Ja, wir haben von Sehnsüchten und Visionen gehört. Das ist vielleicht der Anfang, dass wir der Sehnsucht Raum geben und dass diese Sehnsucht eine gemeinsame Sehnsucht wird, dass wir uns gegenseitig bestärken und dass wir dann versuchen, daraus ja, konkrete Schritte zu tun, konkret zu werden im Handeln. Dazu wollen wir Gottes Segen erbitten, dass er uns begleitet, dass er uns stärkt, dass ja, sein Traum von der Welt noch einmal obendrauf kommt und sich damit verbindet, dass sich menschliches Handeln und göttliches Wirken miteinander verbindet und ergänzt. So wollen wir dich bitten, guter Gott, dass du bei uns bist, dass du uns begleitest und stärkst, dass wir mit dir die Welt verändern. So segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.